Nachmittag stürmte diese Bankfiliale und nahm mehrere Geiseln. Bei den Tätern handelt es sich um Insassen einer Justizstrafanstalt, die im Laufe ihres offenen Vollzugs auf Freiheit waren. Wir sprachen im Interview mit Einsatzleiterin Sibylle Fischer. Ja, ist richtig. Es gibt Hinweise auf eine verletzte Geisel. Es war sogar von einem Todesopfer die Rede? Moment, wissen wir ja noch gar nicht. Die Sanitäter sind gerade gekommen und ich kann Ihnen auch nicht mehr Hinweise geben. Wir stehen mitten in den Ermittlungen. Danke. Wesh, wesh, Jackpot. Ich werde die Matte. Hä? Hab ich nicht gesagt? Hä? Du Bastard! Zitter nicht. Warum zitterst du? Hä? Hast du den Alarm ausgelöst? Hä? Was? Mann. Mit dem Maus. Ich arbeite hier nicht. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ah. Schön. Mein Herr, du mein Doktor. Und du? Hä? Lisa Jana? Hä? Warum? Hast du gedrückt? Oder wer? Aber ich weiß wer. Nicht du? Hier. Unsere kleine Bambi. Hä? Ich weiß, du was da sagst. Ich war's. Ach ja? Lady Diana ist jetzt Rambo, ja? Ja, tut mir leid, das war ein Reflex. Das lernen wir in unserer Ausbildung so. Ja? Soll ich dir auch so viel zeigen? Hä? Sie schlagen Frauen? Nein, Lanopa, du hast recht. Ich schlag keine Frauen. Aber den schon. Ich hab doch immer nicht was! Halt's Maul! Opa, und du? Misch dich nicht mehr ein, tamam? Hä? Misch dich nie wieder ein, mein Schatz, die Mausi, auf dich, hä? Also, Khalas, Mann. Khalas, Mann, hör auf. Khalas. Scheiße, ist die Karlstadt! Ach. Na, ist ja schön, dass ihr auch schon da seid. Wollt ihr einen Kaffee? Oder ein Stück Kuchen? Wegen diesem erdkranken, missgewohnten Bastard! Komm her hier! Wegen dir ist jetzt die Zeit der Zigarre! Hey, ich wollte euch alle! Kleine Mann! Wegen dir sind wir tot! Keine Hohenwohnung! Ich hab dich ein Leben lang durchgefüttert. Du Bürger, Geld, Parasit. Alles gut. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Bleib ruhig, Bruder. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Ey, es ist ganz normal, dass es jetzt die Karte ist. Wir haben eine Bank überfallen. Hey! Stulle! Für diese Sprache kommst du in die Hölle. Stulle! Entspannt euch, Jungs. Auf jetzt. Auf. Und? Wie weit ist der? Nichts hat er gemacht! Nichts! Mit diesem Bastard sind wir hier drinnen! Meine Fresse, komm, Alter! Komm, guck mal, was da los ist, Dicker! Hey, es ist ganz normal, dass das SEK da ist. Es ist ein Banküberfall. Was ist denn los mit euch? Du hast die Scheiße doch okay gegeben hier! Was soll ich sagen? Er hat gesagt, er ist in 10 Minuten raus! Hey, wir müssen ruhig bleiben. Bitte. Wenn Pepsi fertig ist, kommen wir hier raus, okay? Hey! Und ihr da hinten bewegt euch nicht! Keiner bewegt sich! Vertrau mir doch einfach! Guck doch mal, wie die stehen da! Sie sind also Schweinebacke. Und wer bist du? Billy Fischer. Ich leite den Einsatz. Billy, ja? Wer bist du wirklich? Sibylle. Sibylle, ich will eine Dienstwaffe, eine Weste und ich habe die Einsatzleitung. Das ist unmöglich. Sie sind suspendiert. Gut, überhaupt kein Problem. Dann fahre ich wieder. Komm, wir fahren wieder. Wollen Sie sich erstmal einen Kaffee? Der Hohansohn ist da. Die Daltons. Freigänger aus der JVA. Hast du überhaupt eine Ahnung, wer die sind? Welche Kleinkriminelle? Kleinkriminelle. Irgendwelche Kleinkriminellen.
Du machst mir Spaß. Gut, dann sperr mal deine Lauscher auf, dann erzähl ich dir mal ein bisschen was zu denen. Nummer eins. Benjamin Steiner, genannt Stulle, ist ein kleiner Terrier. Wenn der ausrastet, rastet er richtig aus. Da musst du immer aufpassen, wo sind die Billardkugeln und wo stehen die Aschenbecher. Wollte eigentlich mal Fußballer werden, hat aber in seiner Pubertät zu viele Vitamine genommen. Und dann war es vorbei. Ibrahim Baris. Genannt Baro. Der ist völlig verrückt. Wenn du bei dem den falschen Knopf drückst, dann war's das. Über die Jahre denke ich, vielleicht hat er nur einen Knopf. Naja, dem haben sie mal eine Therapie verpasst. Ende vom Lied war, dass er einen Therapeuten therapiert hat. Die gute Nachricht ist, ich kenne ihn als ein kleiner People war. Und Biro, der ist Pepsi. Der Name ist Programm. Ist immer erfrischend, immer smart irgendwie. Wenn man einen Anzug an, hat so viel Scarface gekickt. Denkt, jeder Tag könnte der letzte sein. Aber immerhin ist der Einzige, der ans Paradies gehört. Und Karim Abdullah? Genannt Keiko. Die Wurst hat immer einen Anfang und ein Ende. Und von dem ganzen Scheiß auf mir ist er die Spitze. Er ist sowas wie der Anführer. Wenn er sagt, da geht es lang, dann geht es da lang. Und wenn er sagt, du bringst den Müll runter, dann bringst du auch den Müll runter. Seine Jungs sind für ihn die Familie. Und alles, was dem heilig ist, ist seine Familie. Klar soweit? So, ja, zu dem muss ich passen, keine Ahnung. Der ist noch wie Luft. Sorry. So war die erste Stunde. Der Keiko, wenn ich den nicht einfange, dann fliegt uns hier alles um die Ohren. Kann ich bitte kurz mit Ihnen sprechen? Bitte. Pardon, übernimm mal bitte. Warum mal hier, übernimm mal da. Die Situation ist für mich verfahren. Weg. Draußen ist überall Polizei. Was meinen Sie? Wie lange halten wir noch still? Haben Sie keine Angst, erschossen zu werden? Was kann uns nicht passieren? Sind Sie sich da sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. Wir haben Geiseln. Sie haben ein gutes Herz. Das sehe ich in Ihren Augen. Warum gibt ihr nicht auf? Wie heißt du? Magda. Magda. Nimm einen Zug, beruhig dich mal. Pass auf. Magda. Ich war bis jetzt mal so kurz davor. Ich habe keinen Bock mehr auf Gefängnis. Bevor ich da noch mal reingehe, lass ich mich abknallen oder ich töte alle. Es geht jetzt nur noch um mich. Verstehst du, was ich meine? Es geht nur noch um mich. Wenn du jemanden abknallen willst, nimm mich. Ich habe sowieso nicht mehr lang zu leben. Versprochen. Kann man hier mal ein Wasser bekommen? Die Fresse. Benjamin. Bist du nicht der Sohn vom Jürgen? Nee, garantiert nicht. Doch, du bist der Sohn vom Jungen aus der Zimmermannstraße. Steglitz. Ich bin Albaner aus dem Kosovo. Doch, ich bin die Halbschwester. Ich könnte schwören, dass du der Sohn vom Jungen bist. Enttäuscht mich aber. Scheiße hier. Was? Hey, Jungs, Mann, die kennen mich. Die Halbschwester von meinem Vater. Deine Tante, oder was? Weißt du was, ich... Tante? Du hast keine Tante. Doch, ich hab eine Tante, Mann. Ich hab die mal auf dem Familienbild gesehen. Ich geb dir mal Wasser oder so, ey. Hier, hör zu, die ist jetzt unter Sonderstatus. Das ist meine Tante, Mann. Okay. Scheiße, weißt du, was das heißt? Okay, mach dir mal. Das ist meine Familie, Mann. Ey, alles wird gut. Wir machen gut. Die hat Schutz. Schau mal, Tata. Komm.
Christopher, mein Christopher, jetzt halt muss Stieglitzer Kartoffel ist auch dran geworden, Dicker. Okay, magst du vielleicht ein Wasser haben? Ich. Ein Wasser, ja? Wasser, ja. Du kriegst ein Wasser. Kongo, bring den Geiseln mal Wasser jetzt. Hey. Alles gut, du Arschloch. Wir sind doch Brüder seit der Kindheit. Krieg und Frieden, du Bastard. Bitte. So, hier. Hier ist er leer. Hör mal zu. Die Kanaken da draußen, die machen auch ihr Ding. Jetzt machen wir unser Ding. Okay? Kann man die Dinger schlucken? Nee, die kannst du so nicht schlucken. Was treibt ihr hier? Was schluckt ihr da? Ja, Ibo. Was laberst du für einen Scheiß? Was für Ibo? 5-6 Stück oder was? Mann, ich hab Kopfschmerzen. Was denkst du, was ich sonst nehme? Aber keine Scheiße. Sag schon. LSD. Wo ist das Problem, Mann? LSD? Willst du auch? Mach sie sich sicher, wenn ihr Fehler macht. Hallo, was ist los da? Keine Ahnung, die schlucken da 5-6 Dinger irgendwas. Bruder, du weißt doch, dass das Junkies sind. Komm bitte. Ich studiere BWL. Wollte eigentlich Bankkaufmann werden, aber nee, ich finde die Jungs eigentlich ganz cool. Mhm. Ganz cool. Aha. Ich bin auch BWLer. Sieht man ja, was dabei rauskommt. Ja, klar. Ja, ganz cool. Der ist im Oberkrankenhaus gekommen, der Ohren, der ist ein Kosovo. Nein, das geht nicht, das geht auf gar keinen Fall. Ey, Stulle, pass auf, es ist deine Tante, wir passen drauf auf, aber wir können sie nicht freilassen. Ich krieg den Anschluss zu Hause. Wenn wir sie jetzt rauslassen, dann verlieren wir. Dann sagen die, was sind das für Leute, lass einfach jemand frei, das geht nicht. Wir passen auf sie auf. Scheiße. Das geht nicht, Bruder. Halt es nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Du kleine Fotze! Lass mich verarschen, oder was? Er hat mich verarschen! Du kleine Fotze! Lass heute mal gefickt ab, sonst würde ich dich jetzt umbringen. Du kleine Fotze! Hey, was ist los, Bruder? Hey, was ist los mit dir? Hey, du kleiner Bastard! Ich wende dich! Geh nach hinten. Geh nach hinten. Was ist los mit dir, Mann? Hey! Er ist fürchterlich. Was ist los mit dir? Ich halte es nicht mehr aus. Hey, guck mal, hör mir mal zu. Ja, provozierst du oder was? Hä? Willst du provozieren? Provozierst du? Guck nein, mich nein. An. Guck mich an. Provozierst du? Nein. Er ist sehr nervös. Hör auf damit. Hör einfach auf damit. Der Junge ist in Ordnung, ja. Okay? Ja. Ja. Ihr wollt, dass ich komme? Jetzt bin ich hier. Noch kommt er so raus. Und was anderes, ich habe gehört, ihr habt eine junge Frau da drin. Lass sie nochmal raus. Wenigstens für den Anfang als gute Zeichen. Komm. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Aber wir lassen keine Geisel raus, bevor nicht unsere Wünsche erfüllt werden. Was sind denn eure Wünsche? Nehmen wir mal an, Fluchtwagen mit Panzerglas? Nein. Vier Wagen mit Panzerglas. Okay, ich sehe mal zu, was ich machen kann. Nicht, was ich machen kann.
Du musst. Wenn in einer Stunde nicht alles da ist, stirbt eine Geisel. Schwöre ich dir, hast du verstanden? Kiko. Es reicht. Was reden wir, ne? Sie reden sehen? Sie haben was sagen? Komm mal her. Opa. Komm, Opa, steh mal auf. Steh mal auf, Opa. Komm, auf. Was? Auf. Los, komm. Setz dich da hin. Was willst du? Nein. Lass die da. Setz dich hin. Komm, sie mal vor. Hallo, was hast du vor? Scheiße, mach die Tür auf. Hallo. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf.